So, da sind wir wieder bei komischen, dummen Leuten, die mir drin stehen. Meiner Folge Jump Run. Schon weh! Finn! Aua, meine Ohren. ja, Jump Run. Habe ich gesagt, soll es nicht mehr so häufig geben. Egal. Gab heute Far Cry Primal 50 Minuten. Dann kann ich auch Minecraft bringen. Ich fühle mich nur unwohl, wenn ich nur Minecraft hochlade. Jetzt hatte ich ja ein Ausgleichvideo. So, wie spiele ich einen Tagessieger-Mode? Dadurch will ich den Tagessieger spielen. Ja, einfach durch das Portal hier vorne. Durch das lila Portal. Zruse lila Portal. Okay, du wirst einfach hinterhergezogen. Rennen. Ja. Das Internet. Ich glaube, hier muss man einen Shader ausmachen. Ja, machen wir einen Shader aus. Komm, spielen wir einfach mal richtig clean. Ohne Drogen. Classic. Zack. Zack. Dann back to game. Wir sind auch im Nether. 86% aller Haushalte in Deutschland haben einen PC. Ja, wir spielen nicht nur immer Zombie-Level. Ich wollte halt auch mal die Tagessieger spielen, weil die sind ja auch gut. Tauchen in die digitale Welt ein. Husch. Oh nee. Das Internet. Willkommen im Internet. Da ist WhatsApp da oben. Da habe ich gerade das YouTube geschrieben. Das YouTube. Und da hinten ist... Weiß ich nicht. Oh, ich bin runtergefallen. Hast du einen Checkpoint wenigstens vorher geholt? Nee, habe ich nicht. Okay, ich folge dir einfach mal durchs Internet. Ja, ich führe dich heute durchs Internet. Hoffentlich finden überall soziale Webseiten. Hoffentlich auf jeder Webseite gibt es dumme Menschen, aber auch schlaue. Hoffentlich finden wir nicht die Memes. Täglich werden allein in Deutschland 537 Milliarden E-Mails versendet. Oh. Ekelhaft. Achso. So, oder? Auf die grüne Internetspur. Okay. Ja. Woher kommt die? Die kommt okay. Von WhatsApp. Natürlich. Ja, alles kommt, farblich wirklich. Ja gut, anscheinend stimmt. Weiter rüber, okay. Puh. Was ist hier jetzt für ein Fact? Rund 1,23 Milliarden Leute sind bei Facebook registriert. Ich bin auf Facebook drauf. Stimmt gar nicht. Ich bin einfach doppelt registriert. Es gibt bestimmt richtig viele, die zwei Accounts haben. Was steht da? Exploits sind Sicherheitslücken, die zur Bereicherung oder Spionage von Hackern oder Regierungen ausgenutzt werden. Manche werden absichtlich nicht geschlossen. Beispiel Bundestrojaner. Oh, das Böse, Maudado. Das Böse ist im Internet. Ich hier gerade. Was sind wir jetzt im Exploit? Dieses Video ist eigentlich auch ein Virus. RIP euer Computer. Installiert nur Adware. Dann kriegt Zombie ganz viel Geld dadurch. Welche binare Zahl entspricht der Zahl 7? Oh Gott, ich hab. Oh, binär hatte ich mal gelernt. Hast du. Weißt du. Kannst du binär noch? 7? 1, 2, 3, 4. Das war doch. Rechts. Warte, ich will aber was. Das ist eine 2 plus. Ein 3. Nee, ich weiß nicht mehr, wie es funktioniert. Achso, eine 1 ist. Also erstmal 0, dann 1, dann kommt 1, 0, dann kommt 1, dann kommt 1, 0, 0. 101, 111. Achso, wow. Okay. Du hast den Chat getötet, Maudado. Aber ist ja eh heute. Ist egal. Ach ja, ich mache ihn schon wieder aus. Ein Bit ist die kleinste elektronische Speichereinheit. Hier sind überall die Zahlen, Maudado. Ein Bit kann eine 1 oder eine 0 sein. Bit. Hör mal. Hier lernt man ja noch was. Ein Bit kann nur den Zustand 1 oder 0 annehmen. Müssen wir in die 0? Nein. Nee, hier. Ah, cool. Ich hab's sogar nochmal rausgeschafft. So, ich will. Welche binäre Zahl entspricht der Zahl 13? Leider falsch. Habe ich gewusst. Ich habe einfach nur geraten. Wo sind wir? Da unten ist Facebook. Ja, ich wollte gerade sagen. Ihr faules Internet. Das ist der Firefox in rot-orange. Ich fühle mich eigentlich schlecht, weil die Map für Skate gebaut wurde. Kennst du Skate noch? Ich kenne Skate, ja. Ja, der aber ist nett. Aber ich habe nie was mit ihm zu tun gehabt, glaube ich. Ich schon, ich habe mal eine Adventure mit ihm gebaut. Da war er nicht. Da hinten ist Twitch. Ich will zu Twitch. Facebook, Google und Co. wissen alles über uns. Sogar, was wir morgen tun. Auf Daten sind alle scharf. Big Data kann helfen, Leben zu retten, aber es gibt eine Kehrseite. Big Brother, er wird alles über dich wissen. Okay, der böse große Bruder. Der gläserne Mensch. Da, rechts von uns. Weil wir durchsichtig sind. Alle unsere Daten sind irgendwo gespeichert. Oh.
Ach. Naja, Google darf alles über mich wissen. Ich war da unten ein Checkpoint? Ach so. Ja. Ach so, da kommen wir her. Ah, okay. Ich war ein bisschen, lande verkehrt herum auf dem Checkpoint, deswegen bin ich verwirrt gewesen. Mach quasi Videos auf Google, das ist in Ordnung. Die dürfen alles über mich wissen. Kann ich hier einfach hier hey, ich bin runtergefallen und bin einfach übers Internet gelaufen. Das stimmt, einfach übers Internet. Was würde passieren, wenn in unserer modernen Welt das Internet ausfällt? Keine Ahnung. Ich würde mich umbringen. Das Geld abheben an Bankautomaten ist nicht mehr möglich ohne Internet. Auch am Schalter gibt es kein Geld mehr, da die Buchungen online gesteuert werden. Zentralbank, Schalter 3. Hallo, kann ich hier einbrechen? Nein, ist Sicherheitstür. Typisch. Immer alles sicher in der heutigen Zeit und gleichzeitig so unsicher. Katastrophale Folgen für die gesamte Wirtschaft. Alter, heute lernt ihr ja was hier. Das ist das informativste Video, was ich jemals gemacht habe. Auch die weit verbreitete Internettelefonie würde nicht funktionieren, ja ach. Zum einen würden keine E-Mails versendet werden können. Auch mit dem Handy geht nichts mehr. Bereits nach wenigen Stunden bricht das Mobilfunknetz zusammen. Überlastung. Das Aachener Internet, das Flugzeug. Außerdem kein Flugverkehr. Flugzeuge können keine Sicherheitschecks machen und müssen am Boden bleiben. Okay. Müssen über den Schleim des Internets springen. Ach, Gott sei Dank keine Memes. Ja, die Map hätte in eine komplett andere Richtung gehen können, wenn es das Internet ist. In Krankenhäusern können Schwerkranke bald nicht mehr mit den Medikamenten versorgt werden. Patient 1 Dieter Müller, Patient 2 tot, Patient 3 dein Name. Bist du Patient 3? Schreib es in die Kommentare. Ah, ich bin runtergefallen. Auch du könntest Patient 3 werden. Benutz immer ein Kondom, wenn du ins Internet gehst. Sonst steckst du dich an. Mit Internetritis. Ah, das Ende. Erbauer Memorios Alexa Levy. Vergesst nicht zu bewerten. Schaut auch bei Skate vorbei. Der spielt die Map bestimmt auch. Vielleicht spielt er sie besser. Die Idee zu dieser Map kam uns nach dem Anschauen eines Quarks und Videos, welches vom Internet und den Gefahren Internets handelte. Falls es also nicht alle Geschilder gelesen habt und jetzt doch mehr wissen wollt, dann spielt die Map nochmal. Quellen, Quarks, Kaspers und Fatsnet. YouTube, A&M's Jump'n'Runs. Ich habe jetzt einfach Werbung vorgelesen. Ja. Wir haben auch gebaut. Umweltkatastrophe, A Trip to London, Scary Jan. Habt ihr eine, was wir bauen? Eine Idee oder so? Nanu, wo ist das eh hin? Fehler bei der Übertragung. Okay, cool. Dann gehen wir doch zur nächsten Map. Jetzt können wir uns. Cool. Lieber, sehr cool. Ja, ist auch der Tagessieger, Mordor. Ja. Naja, es gab auch schon Tagessieger, die waren nicht ganz so cool. Oh, ich will. Gucken wir doch mal. Heute sind wir ganz verrückt drauf. Ja, es gibt eins! Tunnel! Es gibt eine Map, die Tunnel Jump Runner ist. Da ist er! Na, ihr Nudeln! gebaut von XV Gurke XV. Sollte eigentlich Tunnel werden, aber ist mir misslungen. Na, ihr Nudeln! Na? Ach. Ich finde den gut. Ich auch. Gefällt mir. Tja, Tunnel, du hast gewonnen. Du darfst aufs Thumbnail. Obwohl die erste Map cooler war. Ah. Hä? Ach so. Ich springe immer gegen den Block. Dann muss ich mir da springen. Okay. Hui. Wo bist du denn schon? Ich bin auf Tattles Hahn. Ja, warte doch. Ah, die sind spitz. Ach nee, mittlerweile glaube ich nicht mehr. Die sind doch ein Zöpfchen mittlerweile. Früher waren die immer spitz. Hat er das Zöpfchen? Hat er jetzt nicht mittlerweile... Blaue Haare hat er. Blaue Haare? Also an der Seite so weg und oben nicht. Blau? Tattle ist zu schnell für mich. Ne, guck, hier hat er auch das Zöpfchen. Ah, hier dann noch das Zöpfchen. Oh, ups. Ja. Da ist Mordado gefallen. Und warum klettern wir jetzt von Tuttle weg? Das ist die einzige Map, die Tuttle heißt. Ach, Mann. Also, wäre eh seltsam, wenn es mehr gäbe. Oh, hier ist wieder nochmal. Runtergefallen, haha. Hä, warum ist denn jetzt auf dem kompletten Stück kein Checkpoint? War jetzt nicht das schwerste Jump'n'Run. Hoffe, es hat dir euch gefallen. Von XV Gurke XV. Ja, war cool. Krieg den Teil der Woche. Ach, schon wieder an der Stelle. Slow Motion. Komm, Slow Motion.
Ja, fuck you. Ich bin direkt ans obere gekommen. Ich muss die Stelle gar nicht machen. Ja, ich vergesse immer zu sprinten. Ich hab den Sprung zweimal da falsch gemacht mit dem Schleim. Deswegen. Jetzt, ich geh jetzt auch an die linke Leiter. Leiter. Ui. Okay. Okay, hast gar keine Leiter gebraucht. No Leiter for me. Okay, jetzt machen wir aber noch eine richtige. Jetzt machen wir noch eine Zombie-Map. Ja, hallo. Zombie. Ja? Nix. Warum sagst du denn Zombie? Ich weiß nicht, ich hatte Lust Zombie zu sagen. Okay, wir spielen The Binding of Isaac. Oh, die lädt auch lange. Das ist vielversprechend. Bei mir steht keine Ladezeit da. Okay, wir sind bei 18%. Achso, deswegen 23. läuft man immer so langsam, wenn man eine Map lädt, weil eigentlich so ein... Blindness-Effekt, genau. Ja, ich lasse den Shader, glaube ich, jetzt bei Jumpfeld aus. Nee, ich mache den jetzt wieder an. Nein, ich lasse ihn aus. Ich habe ihn gerade angemacht. Ich mache eine Umfrage ins Video. Soll ich ihn anlassen oder auslassen? An sieht zwar hübscher aus, aber aus ist halt mehr intended, weil nicht jeder mit einem Shader spielt. Okay. Da ist mir irgendwas eingefallen mit Umfragen, was ich hier sagen wollte. Ja, stimmt. Bei Overwatch kannst du doch eine Umfrage machen, ob die Leute es schlimm finden, wenn du häufiger denselben Champ spielst. Ach, die haben alle geschrieben, ich soll mehr Junkrat spielen, dass ich irgendwie richtig gut mit dem bin, obwohl ich richtig kacke mit Junkrat richtig, bin. Richtig, deswegen kannst du ja einfach eine Umfrage machen. Das stimmt. Ob die Leute so schlimm finden, dann weiß es ja, weil so ist man sich immer so unsicher. Maudado, was sagt der Power Counter? Jetzt sind wir fertig. 99%. It's over 9000! Oh Gott. Hallo Spieler! Es gibt... Basement. Hallo, ich bin Mr. Cut. Die Isaac-Map dauert sehr lange. Die gibt's in einem Extra-Part und ich werde sehr salty. Und Maudado ist auch noch dabei. Ja, ich werde pfeffrig, Maudado wird pfeffrig, genau. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.